Das ist Deutschlands erster Insektenburger. Dieser besteht zu einem Drittel aus Buffalo-Burn, ist sehr köstlich und ist von der Textur her ähnlich wie Fleisch. Ja, Insekten sind nachhaltiger als konventionelles Fleisch. Bei der Produktion wird weniger Wasser verbraucht, weniger Futter und letztendlich wird weniger Treibhausgase ausgestoßen. Die Verbraucher sagen uns, was ich esse, ist ein Spiegel auch von das, was ich bin und welche Lebensphilosophie ich habe. Und so versucht er, viel mehr Informationen über sein Essen auch zu bekommen, weil das muss im Einklang auch sein, ohne den Genuss zu vergessen. Der Supermarkt der Zukunft wird sicherlich ganz anders sein als das, was wir vor 30 Jahren gehabt haben oder sogar heute. Und weil die Supermärkte reflektieren auch nicht nur den Angebot, aber die Services, die der Shopper, also der Einkäufer auch gerne haben möchte.